Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Teilnehmer des heutigen Webinars. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an dem Webinar teilzunehmen. Das ist das Webinar einer ganzen Reihe, das sich Einsteigerseminar für Experten in der Normung nennt. Und dieser Teil 4 ist heute mit dem Thema der Weg zur Norm. Hier sollen Sie erfahren, wie Normen vorgeschlagen werden und wie man sich beteiligen kann, wie kommentieren, wie abstimmen und auch, wo man die Ergebnisse der Normung erhält. Also werden Sie hier Informationen zu Recherchetools erhalten. Das Webinar wird etwa 30 bis 45 Minuten dauern, je nachdem, wie viele Fragen hier auch heute kommen. Ich möchte dazu heute den Referenten Thomas Sendko begrüßen. Er hat auch die anderen Teile dieses Einsteigerseminars als Webinar gehalten. Er ist der Experte in der DKE für das Thema Einsteigerseminar. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Thomas. Hallo Kerstin. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Mein Name ist Sendko. Ich arbeite in der internationalen Abteilung der DKE. Ich beschäftige mich dort mit den Managementgremien der IEC und mit den Inhalten, die von den technischen Gremien an uns herangetragen werden. Ich bin seit 2009 in der DKE tätig, habe angefangen im Fachbereich 6 im Bereich strukturierte Gebäudeverkabelung. Da kam ich auch her. Ich habe lange Jahre in der Industrie gearbeitet, habe dort technischen Support gemacht, Marketing gemacht und komme ursprünglich auch aus der Nachrichtentechnik. Ich habe das studiert in Darmstadt, bin ausgebildeter Diplom-Ingenieur und habe mich dann dort auf Nachrichtenübertragung spezialisiert. Wie gesagt, jetzt hier in der DKE mache ich unter anderem auch die Seminare und kümmere mich auch nebenbei noch um die Social-Media-Kanäle der DKE. Damit wieder zurück zu dir. Vielen Dank, Thomas. Ich möchte auch noch ein paar Worte zu meiner Rolle verlieren. Mein Name ist Kerstin Sann. Ich werde heute Ihre Moderatorin sein. Ich bin selbst Mitarbeiterin der DKE im Bereich der Standardisierung und möchte Sie durch das heutige Webinar führen. Bevor Thomas mit seinem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie. Kurz, Sie sind während des Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass wir Störgeräusche vermeiden wollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren und das sollen Sie sogar, beziehungsweise würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen. Dazu nutzen Sie bitte die Fragen- und Antwortfunktion. Und dort können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. Wir werden die Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese stellen, beantworten. Das heißt, ich gebe die Frage dann direkt an Thomas weiter oder wir heben Ihre Frage bis zum Schluss des Vortrages auf und beantworten dann Fragen gebündelt. Das hängt immer ein bisschen von der Art der Frage ab. Ich werde das dann intuitiv entscheiden und Sie so durch das Webinar führen. In jedem Fall werden wir aber versuchen, alle Ihre Fragen heute zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet. Und wir bitten Sie daran teilzunehmen, denn wir möchten auch in Zukunft unsere Webinare verbessern und sind sehr an Ihrer Meinung interessiert. Als letzten organisatorischen Punkt möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass wir Ihnen im Anschluss an die Webinare eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Wenn Sie jetzt nicht auf den ersten Blick alles erfassen, dann können Sie sich hinterher alles nochmal als Video ansehen. Bevor ich aber jetzt starte, möchte ich noch eine Kleinigkeit über Sie erfahren und werde dazu über die Umfragefunktion eine Umfrage öffnen. Heute möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie bereits an der Erarbeitung einer Norm teilgenommen haben oder mitgewirkt haben, denn es geht ja heute um den Weg zur Norm. Von daher ist es spannend zu erfahren, wer diesen Weg schon einmal beschritten hat. Und wie ich sehe, hat bisher der überwiegende Teil tatsächlich schon mal an einer Norm mitgearbeitet und ist scheinbar auch daran interessiert, ob das alles so richtig abgelaufen ist, beziehungsweise wie denn der eigentlich vorgesehene Weg ist, möglicherweise. Ja, ich bin gespannt. Ich mache das ja jetzt seit einiger Zeit, diese Seminare, und
Die Erfahrung zeigt, dass selbst lang gediente Experten immer noch ein paar neue Dinge mitnehmen können, beziehungsweise auch verstehen, warum man manche Dinge macht. Und ich glaube, wir werden das heute noch mal ein bisschen näher darlegen. Genau, die Umfrage ist damit auch beendet. Es ist tatsächlich der überwiegende Teil, 37% hier, die schon mal an einer Norm mitgearbeitet haben. 17% haben das noch nicht getan und für die wird das hier heute möglicherweise auch neu sein, die Information. Und es gibt auch noch einen Anteil, nämlich 20%, die sogar gerade dabei sind, eine Norm zu erarbeiten. Aha, gut. Vielen Dank, dass Sie hier teilgenommen haben. Ich habe damit zunächst alles gesagt und übergebe damit jetzt an Thomas und wünsche Ihnen und mir ein interessantes und spannendes Webinar. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Kerstin. Und wir machen gar nicht lang rum, sondern wir steigen gleich ein. Für die, die die Webinare in der Vergangenheit, letzte Woche und vorletzte Woche schon verfolgt haben, ist das hier eine Wiederholung, aber ich gehe trotzdem gern nochmal drauf ein. Es kommt im Laufe dieser Folien, werde ich öfters nochmal darauf hinweisen, warum wir manche Schritte so tun und warum die uns so wichtig sind. Und wichtig sind uns vor allem auch die Grundsätze der Normung. Und Sie werden heute immer wieder feststellen, dass wir einige Schritte extra machen, um diese Grundsätze nochmal hervorzuheben und auch die Notwendigkeiten zu erfüllen, die wir hier als Grundsätze notiert haben. Zum einen habe ich Ihnen bereits erzählt, dass wir ein Jedermannrecht haben in der Normung. Das heißt, jedermann hat das Recht, Normungsanträge zu stellen, Normungsarbeiten zu beantragen, zu sagen, ich möchte, dass dieses technische Detail in eine Norm gefasst wird. Und die Komitees der IEC, respektive auch die Spiegelgremien der IEC in der DKE, beschäftigen sich mit diesen Normungsanträgen und nehmen die entgegen und bearbeiten diese und sind auch gewillt, diese dann weiterzugeben, sofern sie sich als stichhaltig darstellen. Des Weiteren erinnern Sie sich vielleicht, dass ich gesprochen habe über die Beteiligung aller interessierten Kreise an der Normungsarbeit, ein ganz wichtiger Punkt. Normungsarbeit soll nicht dominiert werden von einzelnen Parteien des Marktes, respektive der Industrie, sondern Normung soll einen breiten Blick auf den aktuellen Stand der Technik erlauben und im Konsens sollen hier Inhalte erarbeitet werden, die dann in Normen gefasst werden. Und der Konsens soll stattfinden zwischen allen Marktteilnehmern. Das heißt also nicht nur die Meinung der Industrie und die technische Expertise der Industrie ist gefragt. Die ist natürlich wichtig, weil dort vieles an Expertise vorhanden ist, aber auch die Marktüberwachungsbehörden, die Handwerker, der Handel, das Versicherungswesen. All diese interessierten Kreise sollen an der Normung beteiligt werden und das ist auch ganz, ganz wichtig, immer wieder im Normungsprozess. Alles das können Sie nachhören in den Webinaren, die wir schon gehalten haben. Da verweise ich dann auf unseren YouTube-Channel. Ja, ganz wichtig darüber hinaus natürlich das öffentliche Einspruchsverfahren. Das heißt, alles, was wir hier tun, die Ergebnisse der Normungsarbeit, sei es die Entwürfe, sei es dann letztendlich die Publikationen, sind einsehbar. Und wir bieten auch die Möglichkeit, diese Ergebnisse kostenfrei einsehbar zu machen. Das heißt also, es gibt verschiedene Bereiche, wo man diese Ergebnisse anschauen kann, wo man die Entwürfe ansehen kann. Und wir sind da jederzeit bereit, auch zu helfen. Auch das werde ich heute nochmal erwähnen. Nämlich auf dieser Folie, und da sehen Sie es schon, die Öffentlichkeit versuchen wir mit verschiedenen Mitteln herzustellen. Die Entwicklung des Internets hat uns da doch sehr geholfen. Früher konnten wir nur in Zeitschriften werben oder in Anzeigern das Ganze publizieren. Mittlerweile betreiben wir eigene Seiten, wo wir letztendlich diese Informationen zur Verfügung stellen. Zum einen möchte ich Ihnen ans Herz legen, das DIN-VDE Entwurfsportal. Ich verweise da mal auf Ihre Fähigkeit zu googeln, das ist recht einfach zu finden und der VDE-Entwurfsportal
kommen Sie direkt dorthin und an der Stelle kann man sich einen Account klicken und kann so Kommentare zu den aktuellen deutschen Normentwürfen, die gerade in der Kommentierungsphase sind, abgeben. Man kann die alle kostenfrei einsehen und dementsprechend Kommentare direkt an den an das deutsche Spiegelgremium senden, also an das verantwortliche Gremium senden dieser Norm und ja, ist dann ganz schnell ganz nah dran an der Normung und man erhält dann auch ein qualifiziertes Feedback zu diesem Kommentar. Des Weiteren gibt es das auf internationaler Ebene, das ist das sogenannte IEC Online-Kommentierungsverfahren, ist jetzt ganz neu eingeführt zum 1.9., das heißt unter iec.ch haben Sie die gleiche Möglichkeit, das heißt Sie können dort sich auch wiederum einen Account anlegen. Das Einzige, was Sie brauchen, ist eine E-Mail-Adresse und Sie hinterlegen dort Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, vielleicht noch Ihre Firma, wenn Sie mögen, und haben dann die Möglichkeit, die Entwürfe, die IEC gerade herausgegeben hat und die sich in der Kommentierungsfrist befinden, einzusehen und dementsprechend auch zu kommentieren. Auch da ist es so, dass die Kommentare, wenn sie aus Deutschland kommen, bei der DKE landen, in dem zuständigen Gremium verteilt werden, besprochen werden und dann auch weitergegeben werden in die internationale Normung als Kommentar aus Deutschland. Des Weiteren informieren wir über die Ergebnisse auf der DKE-Homepage unter Arbeitsergebnisse. Auch da ist es am einfachsten, Sie gehen auf die Google-Homepage und sagen DKE und Arbeitsergebnisse und dann kommen Sie direkt auf die Seite und Sie können sich dort informieren, welche IEC, welche CENELEC und welche nationalen Normen gerade erschienen sind, welche Entwürfe erschienen sind. Und Sie können das Ganze auch als RSS-Feed dementsprechend abonnieren. Unsere Kollegen aus dem Hause DIN betreiben sogenannte DIN-Infopoint. Sie sehen dort auf der Folie rechts einen Screenshot. Wenn Sie also eingeben DIN-Normen-Infopoint, dann finden Sie einen Link zu dieser Seite und dort sehen Sie dann vor Ort die Möglichkeit, Einblick zu nehmen in den gesamten Normenbestand von DIN und VDE. Und das Schöne ist, dass Sie also dann relativ nah, meist in Hochschulen, die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen, sich vor einen Rechner zu setzen und dann alle Normen einzusehen und im Notfall auch gegen ein geringes Entgelt auch Kopien einzelner Seiten sich ausdrucken zu lassen. Was natürlich auch funktioniert ist, wenn Sie im Einzugsbereich Frankfurt liegen, Sie sind jederzeit eingeladen, im VDE aus hier in Frankfurt vorbeizuschauen. Sie finden dort die Möglichkeit, Schriftstücke einzusehen und auch da wiederum gegen kleines Geld sich Kopien anfertigen zu lassen von einzelnen Seiten der Norm. Die Möglichkeit haben Sie. Und da sind Sie herzlich eingeladen, diese zu nutzen. Gehen wir jetzt in Medias Res. Das, was Sie hier sehen, sind drei zum Teil parallel ablaufende Verfahren. Ich stelle Ihnen die einzelnen vor. Wir sollten uns aber bewusst sein, dass diese Phasen der Normentwicklung nicht einzeln ablaufen, sondern in letzter Instanz parallel erfolgen. Dieses sogenannte parallele Abstimmungsverfahren zwischen der internationalen Normung, der europäischen Normung und der nationalen Normung werden Sie auf der allerletzten Folie zu sehen bekommen. Und ich sage Ihnen jetzt schon, es sieht kompliziert aus, aber ich hoffe, dass nach diesem Webinar einiges klarer wird. Und ich möchte Ihnen jetzt auch persönlich noch anbieten, das ist nicht abgesprochen, die letzte Folie dürfen Sie gerne per E-Mail bei mir anfordern. Ich schicke Ihnen gerne die letzte Folie dieses Webinars per PDF zu, weil das, denke ich mal, eine Arbeitsgrundlage ist, die viele Sachen vereinfacht. Also da können Sie dann sehr gut nachvollziehen, in welchem Status eine Norm gerade ist und was jetzt vielleicht als nächste Schritte folgen können. Also das im Nachgang zu diesem Webinar. Sie finden meine Kontaktdaten am Ende des Seminars, respektive natürlich auch unter dke.de unter den üblichen Kontaktanzeigen. Okay, also wir legen los. Ich beginne rechts auf dieser Folie und vom Prinzip her ist der Ablauf bei der Normenerstellung immer gleich. Hier gekennzeichnet unter DIN.
Wir erhalten einen Vorschlag für die Erarbeitung einer Norm aus verschiedenen Quellen. Es gibt die Möglichkeit, dass ein Komiteemitglied mit einem Vorschlag für ein Normvorhaben kommt. Es kann sein, dass wir aus dem Bereich der DKE-Experten außerhalb des Gremiums solche Kommentare bekommen. Aber vom Prinzip her kann es also auch sein, dass wir einfach eine E-Mail bekommen von irgendwoher und dann beschäftigt sich das DKE-Gremium mit dem Vorschlag und er wird natürlich dann auch angenommen, wenn er eine gewisse Relevanz hat. Diese Vorschläge werden dann erarbeitet. Meist passiert das in Arbeitskreisen der DKE und diese Vorschläge und diese Dokumente, die dann erarbeitet werden, werden von der Geschäftsstelle der DKE in einen DIN-Normentwurf umgewandelt. Dieser Normentwurf folgt strengen Regeln des DIN. Da gibt es die Normreihe DIN 820, die dafür sorgt, dass wir eine Einheitlichkeit haben und dass das Erscheinungsbild auch immer der gleiche ist, aber auch, dass die Verfahren immer nach dem oder dass das Verfahren immer nach dem gleichen Schema abgewickelt wird. Das heißt, das ist eine Sache, habe ich auch schon drüber gesprochen, wo wir Verlässlichkeit bieten, wo wir auch Berechenbarkeit bieten und dementsprechend auch Transparenz. Dieser Normentwurf, den wir erarbeiten, veröffentlichen wir dann unter der eben genannten Quelle, DIN Entwurfsportal, VDE Entwurfsportal. Wir stellen den quasi der Öffentlichkeit zur Kommentierung zur Verfügung, der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Und wenn dann Kommentare kommen, entweder aus diesem Kreis oder auch aus dem Kreis der Experten der DKE, dann werden über diese Kommentare wird dann beraten. Sie werden angenommen oder abgelehnt. Dementsprechend gibt es eine Rückkopplung zu der Instanz, die dort einen Kommentar geschickt hat. Und nach erfolgreicher Abstimmung und erfolgt dann die Publikation einer Norm. Und diese DIN-Norm, das wissen Sie auch schon, ist entweder eine DIN-Norm oder eine DIN-Norm mit VDE-Spezifikationsnummer, die wir dann vergeben, wenn das Ganze sicherheitsrelevant ist oder die Bereiche Umweltschutz oder elektromagnetische Verträglichkeit tangieren. Dieser Ablauf ist für Deutschland so vorgesehen und Sie wissen auch schon, dass der Anteil von rein nationalen Normen in der Elektrotechnik sehr, sehr gering ist. Also wir reden im Moment, was den Ursprung der Normen in der Elektrotechnik angeht, von etwa 80% Normeninhalten, die auf internationaler Ebene, nämlich in der Internationalen Elektrotechnischen Kommission, erarbeitet werden. Dementsprechend haben wir 10-15%, die europäischen Ursprungs sind, wo also die Normungsinhalte auf europäischer Ebene erarbeitet werden. Und ein sehr, sehr geringer Teil findet dann noch rein national statt. Und auch da habe ich schon darüber gesprochen, dass das Normen sind, wo wir in Deutschland geltende Gesetze haben, die die technischen Inhalte von deutschen Normen vorgeben oder die Erfüllung deutscher Gesetze in Normen konkretisieren. Das ist also ungefähr so die Verteilung. Deswegen werde ich Ihnen hauptsächlich heute vorstellen, das sogenannte Parallelverfahren zwischen IEC, CENELEC und den nationalen Normungsgremien in Europa. Dazu gehe ich jetzt mal in die mittlere Spalte und da sehen Sie CENELEC. Und ich sehe gerade, wir haben in Klammern gesetzt die Abkürzung, eine Abkürzung. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Der offizielle Name ist CENELEC und es kann durchaus mal passieren, dass wir im Sprachgebrauch noch von CLC sprechen, aber das ist normalerweise nicht der Fall. Gut, auch hier sehen Sie, alles beginnt mit einem Vorschlag und in Europa ist es so, dass der Vorschlag für eine Norm natürlich aus jedem Land kommen kann, respektive aus dem Gremium, das sich mit diesem Themenbereich der Normung beschäftigt. Aus dem Land kommen heißt, dass die Vorschläge über die nationalen Normenorganisationen an CENELEC übergeben werden und dann dort an die Gremien kommen. Das heißt also auch, wenn Sie der Meinung sind, dass wir ein Thema europäische Normen sollen, dann ist es die DKE, die für Deutschland der Ansprechpartner ist
und die dementsprechend diesen Normenvorschlag entgegennimmt und dann weiterreicht nach Europa. Ja, der Normenvorschlag wird dann im Gremium diskutiert, wird auch abgestimmt, auch da komme ich später nochmal dazu. Es wird dann dort auch wieder ein Entwurf erarbeitet. Dieser Entwurf wird dann von den einzelnen nationalen Normungsorganisationen übernommen. Und auch da kann ich jetzt schon sagen, wir haben für CENELEC eine Übernahmeverpflichtung. Das heißt, wir als Deutschland sind aktiver Teil des europäischen Marktes. Und mit dem Beitritt zu CENELEC, der für europäische Staaten, also Staaten, die zu Europa gehören, Entschuldigung, verpflichtend ist, gehen wir auch die Verpflichtung ein, europäische Normen zu übernehmen. Das, was wir dann tun, ist, dass wir diesen Entwurf nehmen, ihn in deutsche Sprache übersetzen, um den Zugang zur Norm zu vereinfachen und ihn wiederum der Öffentlichkeit vorstellen. Und Sie sehen, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo wir den deutschen Normentwurf erarbeiten und wiederum der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und hoffen, dass wir Kommentare zu diesem Normentwurf erhalten, wiederum über die üblichen Wege. Diese Kommentare werden dann wiederum im deutschen Komitee bearbeitet, abgestimmt und an CENELEC weitergegeben. Das CENELEC-Gremium bearbeitet dann die Kommentare, die aus allen nationalen Normungsorganisationen Europas auflaufen und erarbeiten letztendlich dann einen Final Draft. Und dieser Final Draft wird wiederum publiziert. Es gibt wiederum die Möglichkeit zu kommentieren. Und nachdem die Kommentare wiederum auf europäischer Ebene eingearbeitet wurden, erscheint eine europäische Norm. Diese europäische Norm wird dann wiederum von der DKI übersetzt und als deutsche Norm publiziert. Auch hier wiederum in deutscher Sprache, um wiederum den Zugang zu den Norminhalten zu gewährleisten, möglichst einfach die Einstiegshürde zu halten. Dies wäre der Fall, wenn wir um rein europäische Normen sprechen. Geht es jetzt darum, dass wir Inhalte international abstimmen? Und das ist, wie gesagt, bei der Elektrotechnik in 80% der Fällen der Fall. Dann ist es so, dass diese Normungsanträge, die wir in Deutschland haben, entweder natürlich zu CENELEC nach Europa gehen, aber in den meisten Fällen geben wir diese Anträge direkt weiter an die Internationale Elektrotechnische Kommission und die Normungsgremien, die sich mit den Inhalten dort beschäftigen. Das Ganze läuft auch wiederum über die deutschen Gremien und über die DKE als Mitglied bei IEC. Und Sie sehen, die Schritte sind die gleichen, nur dass wir hier über andere Abkürzungen sprechen. Das heißt also, wir haben hier die Abkürzung NP für New Work Item Proposal. Wir haben hier CD für die Abkürzung Committee Draft, CDV für Committee Draft on Vote und wir haben dann noch ein Final Draft International Standard und hinterher eine IEC-Publikation. Genau diesen Fall möchte ich Ihnen etwas detaillierter näher bringen. Dafür habe ich das Ganze mal versucht, in einen Ablaufdiagramm zu bringen. Und Sie sehen hier, wir starten eine internationale Norm mit dem Einbringen eines Normungsantrags. Ich gehe mal davon aus, dass der Antrag von der DKE kommt. Die Abkürzung NC, die hier oben links in dem ersten Kästchen steht, steht für Nationales Komitee. Also die Deutsche Kommission für Elektrotechnik stellt das nationale Komitee in IEC dar. Und wir nehmen diesen Normungsantrag und senden diesen Normungsantrag an die IEC. Die IEC heißt in dem Moment den Sekretär des Technischen Komitees, das sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und dann ist es so, dass dieser Vorschlag, der aus Deutschland zum Beispiel kommt, in diesem TC als sogenannter New Work Item Proposal, also als NWIP, zur Verfügung gestellt wird. Es ist so, dass wir das Ganze normalerweise in einem DIN A4-Formular ausfüllen, wo wir darlegen, welcher Norm, welcher technische Sachverhalt genormt werden soll, welches TC sich damit beschäftigt, ob es vielleicht noch andere technische Gremien gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen
und letztendlich, welche Art von Dokument wir nach Abschluss des Prozesses in Händen halten wollen. Und das ist dann meistens natürlich eine internationale Norm, ein sogenannter IS, International Standard. Diese New Work Item Proposal wird für eine Zeit von 3 Monaten allen nationalen Komitees zur Verfügung gestellt, die in diesem technischen Gremium mitarbeiten. Das müssen nicht alle 60 Mitgliedsländer der IEC sein. Es gibt Länder außerhalb Deutschlands, die sich nur an einigen wenigen technischen Gremien beteiligen. Wir in Deutschland beschäftigen uns zurzeit mit von knapp 100 technischen Gremien, die es gibt. An 99 davon nehmen wir aktiv teil und entsenden also dementsprechend Experten. Ja, das ist das, was hier steht. Wir haben also 3 Monate Zeit, uns eine Meinung zu bilden in dem nationalen Komitee. Und dann ist es so, es erfolgt eine Abstimmung nach 3 Monaten und man schaut, ob mehr als 50% der teilnehmenden Länder mit Ja gestimmt haben, also Zustimmung signalisiert haben zu dem Normungsantrag. Und dann gibt es noch die Regel, dass wir auch natürlich Mitarbeiter brauchen. Das heißt, wir wollen feststellen, ob dieses Normungsprojekt auch relevant ist. Und dazu brauchen wir bei kleineren technischen Gremien mit weniger als 16 Ländern, die teilnehmen, 4 Mitarbeitern und darüber hinaus brauchen wir 5 Mitarbeiter, die aktiv im ersten Schritt mitarbeiten und somit gewährleisten wir also, dass wir nicht Normen machen, bei denen sich vielleicht kein Land aktiv an diesem Prozess beteiligt. Gleichzeitig wird abgestimmt, in welchem Moment man einsteigt in der Normung, nämlich einmal auf Committee Draft Ebene oder Committee Draft Ebene zum Vote. Da ist es so, je nachdem, wie detailliert dieser Antrag ist, ob vielleicht schon ein Normentwurf in englischer Sprache beigelegt wird, kann man sich entscheiden, den ganzen Ablauf zu beschleunigen, indem man eine Stufe überspringt und diesen ersten Entwurf überspringt. Findet aber in der Regel eher selten statt. Gut, gehen wir weiter im Text und wir finden hier also in unserem Ablaufdiagramm 2 Möglichkeiten. Natürlich entweder eine Ablehnung, dann ist es so, dass dieses Normenprojekt gestorben ist und dementsprechend auch erstmal nicht weiterverfolgt wird. Wenn wir die Kriterien 50% plus erfüllt haben, respektive 4 oder 5 Mitarbeiter, dann ist es so, dass die Arbeit im eigentlichen IEC-Gremium, nämlich im Technischen Komitee oder Subkomitee, beginnt und man erarbeitet auf Basis des Normenvorschlages und vielleicht des Textes, der geliefert wurde, einen sogenannten Comedy Draft. Und dieser Comedy Draft wird dann, wenn er im Gremium für reif befunden wird, als sogenannter Comedy Draft zur Verfügung gestellt, den nationalen Komitees, die sich als Mitglied in diesem TC an der Arbeit beteiligen. Und man sammelt über die nationalen Komitees wiederum Kommentare ein. Wir veröffentlichen die Information, dass dieser Comedy Draft zur Verfügung steht und zur Kommentierung da ist, auch auf unserer Homepage. Und wir versuchen auf Basis dieses Comedy Drafts sofort einen deutschen Normentwurf zu veröffentlichen, den wir dann wiederum auch zur Kommentierung stellen. Es kann sein, dass im ersten Schritt sehr, sehr viele Kommentare kommen. Deswegen hat also das TC, das Technische Komitee, die Möglichkeit, mehrere dieser Comedy Drafts nacheinander zu veröffentlichen, solange bis man der Meinung ist, dass der Text so ausgereift ist, dass wenige technische Kommentare noch zu erwarten sind. Und dann erfolgt der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist dann die Veröffentlichung des sogenannten Comedy Draft for Vote. Was Sie jetzt schon wissen, ist, dass der Comedy Draft for Vote also schon eine sehr reife Form eines Normentwurfs ist. Das heißt also, wir haben als nationales Komitee dann die Aufgabe, wiederum Kommentare abzugeben zu diesem Comedy Draft und da vertrauen wir auch auf die Öffentlichkeit und natürlich auch auf unsere Experten in den Gremien. Dieser Comedy Draft for Vote, wie der Name schon sagt, verlangt auch eine Abstimmung. Das heißt also, die teilnehmenden Länder in diesem technischen Gremium, die P-Member des TC, wie wir in Normedeutsch sagen,
haben die Möglichkeit abzustimmen. Und wir brauchen wiederum 50%, die sagen jawohl, das ist ein guter Comedy Draft for Vote, wir möchten weitergehen. Der Sonderfall, der hier auf dieser Folie zu sehen ist, dass wir nämlich zu diesem CDV 100% Zustimmung aus den nationalen Komitees erhalten, die an der Arbeit mitwirken. Das kann dazu führen, dass wir aus diesem CDV heraus direkt springen in eine Veröffentlichung. Das heißt also, wir gehen nach der Publikation des CDVs noch in einen editoriellen Prozess, wo vielleicht noch editorielle Kommentare eingearbeitet werden und erhalten im nächsten Schritt sofort die Publikation eines International Standards. Das muss für Sie da draußen das Signal sein, wenn Sie ein Dokument in die Hand bekommen, das die Abkürzung CDV beinhaltet, dann bedeutet das, dass das im schlimmsten Fall die letzte Möglichkeit ist, noch Kommentare einzubringen. Nicht nur editorielle, sondern auch technische Kommentare. Die Frage hatte ich gerade heute Morgen am Telefon, deswegen lege ich das nochmal dar. Ja, also die Möglichkeit gibt es. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wenn sehr viele Kommentare noch kommen zu diesem CDV, das Gremium die Möglichkeit hat, diese einzuarbeiten und dann nochmal ein zweites Mal dieses CDV den nationalen Komitees zur Verfügung zu stellen, zur Kommentierung und zur Abstimmung. Und ja, dann ist es so, dass spätestens dann wahrscheinlich keine Kommentare mehr kommen. Und wenn noch zumindest eine Nein-Stimme mit dabei ist, dann erarbeitet man ein sogenanntes FDIS und das ist also dann der Final Draft zum International Standard. Was wir auf dieser Folie weiterhin noch sehen, ist dieser blaue Balken, der zwei Bereiche verbindet. Und da sehen Sie, in dem Balken steht drin, parallele Abstimmung des CDV, IEC und CERNELEC. Ich habe Ihnen in einem der früheren Webinare schon mal dargelegt, dass wir das sogenannte Dresdner Abkommen haben, das die internationale Kommission, Elektrotechnische Kommission mit der Europäischen Elektrotechnischen Kommission verbindet. Die beiden haben dieses Dresdner Abkommen 1996 abgeschlossen und seitdem ist es so, dass wir eine sehr enge Zusammenarbeit pflegen und zum Weiteren ist es so, dass wir einen sehr, sehr hohen Anteil von internationalen Normenprojekten parallel in Europa mit abstimmen und uns auch verpflichten, diese dann dementsprechend technisch zu übernehmen. Da gibt es verschiedene Varianten, aber ich gehe mal vom einfachen Fall aus, dass wir sehen, in technischen Inhalt 1:1 übernehmen. Das, was wir also hier haben, ist, dass wir parallel zur Abstimmung in IEC auch auf CERNELEC-Ebene abstimmen. Das heißt, es gäbe theoretisch die Möglichkeit, eine Norm international positiv abzustimmen und auf eine Veröffentlichung internationaler Standard hinzuwirken und das Ganze parallel in Europa zu verhindern, indem man dort mit Nein stimmt. Aber normalerweise in der Elektrotechnik ist es so, dass wir beide Seiten mit Ja abstimmen. Gesetzt den Fall, wir haben also noch Kommentare zu dem CDV, dann ist es so, dass wir in dem technischen Gremium weiterarbeiten mit diesen Kommentaren, die aus den nationalen Komitees gekommen sind und diese Kommentare einarbeiten und in einen sogenannten FDIS übertragen und dieser FDIS als Final Draft International Standard wird dann, wenn er endgültig bearbeitet ist, für 2 Monate nochmal den nationalen Komitees zur Verfügung gestellt mit der Bitte um Abstimmung Ja oder Nein. Und hier besteht also die Notwendigkeit, dass 2/3 der Mitarbeit der nationalen Komitees, die in dem Gremium mitarbeiten, von den Participating Members, 2/3 müssen mit Ja stimmen und dann erfolgt die Veröffentlichung als International Standard. Es gibt auch die Möglichkeit, dass mehr als 25% der P-Member mit Nein stimmen. Und dann ist es so, dass dieses Normenprojekt in letzter Sekunde gestoppt ist und dementsprechend beendet wird. Und man muss dann beraten, warum das der Fall ist, warum das passiert ist und wie man dann mit dem technischen Inhalt, der erarbeitet wurde, umgeht und ob man vielleicht das Ganze dann als anderes Dokument, nämlich vielleicht als Technical Specification, also eine frühere Form der Norm, veröffentlicht und so an der Reife des Inhalts länger dran arbeitet.
Sie sehen auch hier erfolgt eine parallele Abstimmung und da ist es so, dass wir in Europa auch 71% brauchen der abgegebenen Stimmen. Sie wissen aus dem vorhergehenden Webinar, dass wir in Europa eine gewichtete Abstimmung haben. Das heißt also, je nach Größe des elektrotechnischen Marktes in dem Land, Entschuldigung, gibt es eine Stimmengewichtung. Insgesamt müssen also 71% der abgegebenen Stimmen mit Ja stimmen. Und dann ist es so, dass wir diese Norm in das europäische Normenwerk übernehmen. Kommen wir jetzt zur angekündigten letzten und umfassenden Folie. Im ersten Moment sieht das sehr, sehr kompliziert aus und ich bleibe dabei, es ist unser System, was wir hier betreiben, ist natürlich erklärungsbedürftig, deswegen machen wir unter anderem diese Webinare. Aber ich hoffe, dass wir mit dieser Abbildung und mit dem Webinar ein bisschen mehr Klarheit hereinbringen. Sie haben auch die Möglichkeit, hier in einem Tagesseminar das Ganze sich in der DKE mal nochmal zur Gemüte zu führen. Alle Webinarteile werden dort noch einmal in etwas ausführlicherer Version dargelegt und Sie können dann natürlich viel besser auch Fragen stellen und Ihre aktuellen Probleme dann in der Normung hier diskutieren. Das, was Sie hier sehen, diese Folie, wie gesagt, können Sie gerne bei mir anfordern. Als PDF schicke ich Ihnen die gerne zu. Sehen Sie nochmal alle Möglichkeiten, das vom Vorschlag einer Norm bis hin zu einer fertigen Norm auf einer Folie abgebildet. Sie sehen in Rot die Möglichkeiten der Öffentlichkeit, der EU-Kommission, Vorschläge einzubringen. Wir sehen auch die Möglichkeit der Kommentierung und der Stellungnahme. Das sind die roten Linien, die wir hier in dem Diagramm sehen. Wir haben zweimal die Möglichkeit abzustimmen über den New Work Item Proposal, über den CDV und wenn es dort noch Kommentare gibt an der Stelle, haben wir noch die Möglichkeit, ein drittes Mal abzustimmen. Und Sie sehen, dass der Comedy Draft for Vote wie auch der FDIS werden parallel in Europa abgestimmt, sodass es noch die Möglichkeit gibt, ungewünschte technische Entwicklungen auf internationaler Ebene in Europa zu vermeiden und diese Normen dann dementsprechend doch nicht zu übernehmen. Aber das ist eher die Ausnahme, auch das sage ich. Es ist eher so, dass wir sehr, sehr viele Inhalte übernehmen und so kommen wir auf diese über 80%. Ganz auf der rechten Seite sehen Sie nochmal den Ablauf, wie wir von einem Normvorschlag über einen deutschen Normentwurf, über ein öffentliches Einspruchsverfahren, über eine Kommentierung hin zu einer DIN-Norm kommen. Respektive von der IEC, vom Vorschlag, gehen wir bis hin zum International Standard. Parallel dazu gehen wir zu einem European Standard, hier gekennzeichnet als EN. Und letztendlich basiert darauf dann die deutsche Norm. Das Ganze geht so weit, dass auch die Benummerung identisch ist. Das heißt also, eine internationale Norm beginnt immer mit einer 6 am Anfang. Eine europäische Norm beginnt immer mit einer 5 am Anfang. Und so können Sie der deutschen Norm aus dem Titel bereits ablesen, ob sich der Inhalt auf eine IEC-Norm oder auf eine CENELEC-Norm bezieht. Thomas, jetzt ist eine Frage eingegangen, was mich sehr freut. Denn hier ist die Frage, wie detailliert denn so ein Vorschlag in der Regel ist. Das kann, wie ich denke, ja, durchaus variieren. Hier ist die Frage, sind da in der Regel jetzt auch schon viele Inhalte erarbeitet oder ist es meistens so, dass es erstmal ein Themenvorschlag ist? Wie ist das so vom Gefühl von der Gewichtung her? Es ist schwierig. Also es würde reichen, ein Formblatt auszufüllen. Dieses Formblatt findet man auf iec.ch. Das kann man sich anschauen. Das liegt auch im öffentlichen Bereich. Es ist so, dass das ein zweiseitiges Formular ist und das würde theoretisch reichen. Natürlich ist die Entscheidungsfindung im Gremium einfacher, wenn man schon detaillierte Inhalte hat, aber theoretisch reicht dieses Formblatt und dann ist es so, dass wenn da Fragen sind, dann lädt man sich diesen Vorschlagenden ein oder lädt die Firmenvertreter, der es vielleicht einbringt, zu einer deutschen Komiteesitzung ein und fragt dann im Detail, in welche Richtung das gehen soll.
Und man kann dann auch zusammen mit diesem Vorschlagenden diesen Inhalt erarbeiten, weil nicht jeder, der eine Norm beantragt, hat natürlich das umfassende Wissen um die um auch die Sprache und um den Aufbau einer Norm. Insofern reicht uns eigentlich dieser Wunsch nach der Norm. Und die Experten, die wir in der DKE jetzt schon in den Gremien haben, sind da gerne bereit, hilfreich zu sein. Je mehr Informationen man in diesen Normungsvorschlag hineinpackt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er angenommen wird, desto besser ist er letztendlich international auch zu verkaufen. Und das geht so weit, dass wir sogar Zeit sparen können, indem wir diesen CD, diesen Committee Draft hier erarbeiten und mit dem New Work Guiding Proposal zusammen einbringen in das CC, sodass also jeder dort schon weiß, worum es geht. Und ja, und dann kann das ganz schnell gehen mit einer Norm. Ja, vielen Dank, Thomas. Also scheuen Sie sich nicht, hier Ihre Vorschläge einzureichen. Wir freuen uns. Ja. Okay, und mit dem Versprechen, dass Sie die Folie haben können, verabschiede ich mich. Und heute haben wir mal nicht überzogen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche nochmal einschalten, wo wir über Normung und Recht sprechen. Da geht es darum, wo finden wir Normen im deutschen Rechtssystem. Und ja, jetzt habe ich noch 5 Tage Zeit, diesen Foliensatz zu arbeiten. Insofern danke ich für das Zuhören und Sie können gerne noch Fragen stellen. Wir sind noch da. Genau, ja. Thomas, schon mal vielen Dank an dich für dieses informative und aufschlussreiche Webinar. Ich denke, heute ist vieles klar geworden, wie der Weg zur Norm aussieht. Wie schon gesagt, Sie können gerne noch Fragen stellen. Ich versuche das noch im Blick zu halten. Im Moment sehe ich keine offenen Fragen, die hier sind. Wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, dann können Sie diese natürlich auch... Ich habe hier noch was. Ja? Ja, der Walmar Zech fragt, wie wird das C im CDV geschrieben? Okay. Das C ist das englische Committee, also C-O-M-M-I-T-T-E-E, Committee Draft for Vote. Und darunter, wie detailliert ist ein Vorschlag? Okay, das genau, Thema, denn die Frage haben wir, glaube ich, beantwortet. Ja. Perfekt. Ja, also wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, gerne, wie gesagt, an uns richten. Wir stehen da gerne zur Verfügung, auch per Mail, per Telefon, per Twitter, wie auch immer. Genau. Ich habe noch eine persönliche Frage. Wir haben den Audioaufbau heute noch wieder etwas verändert. Und für alle die letzte Woche schon zugehört haben, würde mich persönlich interessieren, ob das Audio jetzt besser war als in den vergangenen Webinaren. Wenn ja, können Sie noch was sagen? Wenn nein, würde mich das freuen, wenn Sie es mir auch sagen. Okay. Genau. Verbleiben wir so? Wie gesagt, im Anschluss wird Ihnen ein Link mit der Aufzeichnung zur Verfügung gestellt zu diesem Webinar. Das nächste Webinar ist, wie der Thomas erwähnt hat, am 29.09. Das müsste der Dienstag nächste Woche sein. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Das ist dann der 5. Teil zu Normung und Recht. Dann, jetzt kriegen wir noch die Rückmeldung zu Audio. Die sehen wir uns dann gerne an. Wir bedanken uns bei Ihnen, möchten uns verabschieden und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören.